Ich kann mich erinnern an Rituale. Ich musste in ein Grab steigen. Ich habe auf dem Altar gelegen. Es wurden Zeichen aus Blut auf mich gemalt. Ich musste ein Baby töten und noch viele andere Sachen mehr. Schwarze Messen in der Kirche, magische Rituale auf dem Friedhof, Folter, Geburt und Opfertod. Eine Kindheit in satanischen Zirkeln, das sind Antjes Erinnerungen. Verheimlicht bisher, weil es so ungeheuerlich ist. Jetzt will sie reden und die Täter anzeigen. Das sind bei ihr, wie bei vielen anderen Frauen auch, Unbekannte, hinter Masken oder Kutten verborgene und die eigenen Eltern. Antjes Mutter lebt noch. Meine Mutter war die treibende Kraft. Meine Mutter war die Satanistin. Mein Vater war Bote, Fahrer, Zulieferer, Transporteur. Mein Vater starb 1979 und die Polizei war sich nicht sicher, ob es sich um Mord oder Selbstmord handelt. Es wurde keine Obduktion vorgenommen und ich vermute, mein Vater wurde ermordet. Hast du dich jemals jemandem anvertraut? Nein. Warum nicht? Aus Angst zu sterben. Wieso Todesangst? Ja. Mir wurde mehrfach unter Folterbedingungen eingeimpft, dass ich, wenn ich darüber spreche, was mir passiert, ich sterben würde. Satanisten in unserem Land, ritueller Missbrauch und ein Schweigegebot. Wie soll es da verwertbare Beweise geben? Vor mehr als einem Jahr haben wir Niki, heute 40 Jahre alt, bei ihrer Spurensuche begleitet. Sie war missbraucht worden, gefoltert, abgerichtet, um extreme Schmerzen auszuhalten und gefügig zu sein. Ein Höllenleben. Der Film wurde zum Dokument einer grauenvollen Kindheit. Ich werde auf den Tisch gelegt und werde mit Nadeln gepiekt oder sehr tief unter den Fingernägeln gestochen. Und ich merke diesen Schmerz und denke, ich sterbe. Und dann entsteht aber eine neue Persönlichkeit und die übernimmt das dann wieder. Und der Missbrauch begann wann? Also wir können uns an keine Zeit erinnern, ja, wo es nicht stattgefunden hat. Also an sich von Anfang an? Von Anfang an, ja. Niki erzählte in der Wir-Form, weil sie eine multiple Persönlichkeit ist. Eine Diagnose, die nach wie vor umstritten ist. Die unermesslichen Schmerzen, so die Erklärung, habe Niki nur aushalten können, weil sie ihre Gefühle auf verschiedene innere Persönlichkeiten aufgeteilt habe. Ihre Erinnerungen sind so gespalten, dass ein Zusammenhang zwischen Tatvorgängen und Tatorten nur schwer herstellbar ist. Ein Problem für die Beweisführung. Niki führte uns zur Wewelsburg. Noch wusste sie nicht, was vor etwa 30 Jahren dort geschehen war. Bis eine andere Innenperson zum Vorschein kam, die sich erinnerte. Daran, dass sie als Kind selbst zum Töten gezwungen wurde. Du bist ja ganz sicher, dass das dieser Säulenraum ist. Das ist er, hundertprozentig. Man sieht das auch hier, haben die uns hingelegt. Hier auf dem Boden? Ja. Oder? Ja. Und dann haben sie ein Kind hier reingebracht, ein Baby. Und dann sollte ich das töten. Und ich wollte es nicht. Aber ich musste es. Am Ende hatte Niki den Mut zur Anzeige. Inzwischen haben weitere Zeugen ausgesagt, zum Teil offen, zum Teil anonym, aus Angst vor den Tätern. Niki wurde in Ruhe gelassen.
Die Täter haben sich überhaupt nicht mehr gehört. Keine Anrufe, keine Briefe, einfach nichts. Keine Drohungen mehr? Nichts. Gar nichts. Und wie erklärt ihr euch das? Also wir erklären uns das dadurch, dass wir wirklich durch die Öffentlichkeit geschützt sind. Ja. Wo wir immer erst skeptisch waren, dass die Öffentlichkeit uns nicht schützen kann. Aber jetzt ist es halt einfach so und wir sind uns hundertprozentig sicher, dass die uns nichts tun werden, weil wir die Öffentlichkeit hinter uns haben. Keine Angst mehr? Nein, überhaupt nicht mehr. Auch Antje hat Anzeige erstattet. Sie ist wie Niki eine multiple Persönlichkeit, was die Klärung von Details, wann, wo, durch wen, erschwert. Dennoch nimmt die Staatsanwaltschaft ihre Aussagen ernst. Um bei den weiteren Ermittlungen nicht durch die Öffentlichkeit beeinträchtigt zu werden, gibt uns die Staatsanwältin das Interview anonym. Wenn ich jemanden habe, der psychische Probleme hat, in Form dieser multiplen Persönlichkeit, tauchen schon Zweifel auf. Was ist nun wirklich, entspringt der Fantasie? Was gehört zu welcher Person, dieser einzelnen Person? Und passt das zueinander, sodass da die Zeugeneigenschaft, also im juristischen Sinne gesehen, die Zeugeneigenschaft einer solchen Person schon nicht so groß ist wie jemand, der eine klare Person darstellt. In diesem Film berichten auch Frauen ohne Persönlichkeitsstörung von satanistischen Ritualen. Durch Niki ermutigt haben sie vor der Polizei ausgesagt. Ein wichtiger Schritt, da er die Glaubwürdigkeit aller erhöht. Doch viele Opfer wagen bis heute nicht, das Schweigen zu brechen, oder sie bleiben anonym. Sie berichten, dass sie von der eigenen Familie in die Sekte eingeführt wurden und die Rituale von Generation zu Generation weitergereicht werden. So wird jedes Opfer auch zum Täter gemacht. Für Annegret ein Grund mehr, nicht zur Polizei zu gehen. Das Problem ist, so einfach ist es nicht. Also erstens wissen wir, wie schwierig es ist, eben Zahlen, Daten, Fakten zusammenzufinden. Und zweitens, weil wir halt auch ein Kind haben. Und wir eigentlich immer Angst haben, wenn wir da anfangen, drüber zu sprechen, dass man uns dann das Kind wegnimmt. Einführung in die Bedeutung okkulter Symbole und die Praktiken von Satanisten. Auch für Polizisten und Staatsanwälte ein fremdes Terrain. Bin ich in den ersten Grad eingeweiht, dann unterliege ich der sogenannten Arkandisziplin. Arcanum, lateinisch, das Geheimnis. Die Arkandisziplin legt mir auf, wirklich, aber auch wirklich gar nichts über die Infrastruktur der Gruppe einem Außenstehenden, einem Nicht-Eingeweihten zu erzählen. Ja, und das Verletzen der Arkandisziplin untersteht martialischen Strafandrohungen. Sagen die, wenn du uns outest, in welcher Form auch immer, bekommst du die Rübe ab. Und die Leute glauben das. Erst Drohungen, dann massive Strafaktionen. Sind dies Beweise oder nicht? Satanistische Feiertage, Lehren, Symbole. Die Opfer vergessen sie nie, oft ohne ihre Inhalte zu verstehen. Für sie sind es Zeichen für unermessliche Qualen. So auch für Lucy. Es spricht eine kindliche Innenperson. Die haben immer so komische Zeichen gehabt. Also auch gemalt. Manchmal auch auf einen selbst. Das geht so, glaube ich. Nee. So. Dreimal die sechs. Weiß ich nicht, aber das ist ja dann wie ein Kreis. Mhm. Dreimal die sechs verschlungen. Noch andere Zeichen? Ja, Sterne. Ich mag keine Sterne. Mögen viele von uns nicht. Normaler Stern? So ein Stern. So. Ein Pentagramm. Wir haben ja